So, weiter geht's. Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Stehen bleiben. Handschuhen Sicherheit. Dieses Büro ist geschlossen. Lorik Keen hat mir den Zugangspass gegeben. Keen? Arbeiten Sie für ihn? Gegen ihn wird ermittelt. Anolis bezahlt Sie, um hier alles zu durchwühlen. Weiß Captain Matsu, dass Sie hier sind? Hey, ich bin nicht hinter Keen her. Anolis kann diesen Keen auf den Tod nicht ausstehen. Wie wäre es mit Folgendem? Sie tun so, als hätten Sie uns nicht gesehen und wir sahen Sie nicht. Und wieder ein bisschen gekämpft. Hätten die sich nicht einfach ergeben können? Diese Mückenstiche tun ja nicht mal weh.
Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Sie haben einen Vorteil, Miss. Oh, jetzt wollen Sie mir Respekt erweisen. Ich bin Sergeant Kaira Sterling, Schutzabwehrfürsorge Elanus. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil sie geschmiert wurden. Und wir sollen uns schlecht fühlen, weil wir sie aufhalten? Ich wollte nicht gegen sie kämpfen. Sie haben zuerst geschossen. Ich brauche keine Waffe. Das war schon. Souverän gelöst. Commander. Es gab Berichte über Lärm im Büro von Syn IQ. Wissen Sie vielleicht was darüber? Das waren bestimmt Anolais Gauner, die alles auseinandernahmen. Sie sind ein Klugscheißer, was? Gut, damit kann ich umgehen. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor Sie mit Keen reden. Ich werde auf Sie warten. Wenn ich mich noch mal vorstellen dürfte. Parasini, interne Ermittlungen aus Noveria. Was will eine interne Ermittlerin hier? Die Direktoren wissen von Anolais Korruption. Ich arbeite seit 6 Monaten undercover. Ich will, dass sie Keen überreden, vor den Direktoren auszusagen. Dank seiner Beweise kann dieser Planet wieder profitabel geführt werden. Sie arbeiten für Anolais. Können Sie nicht seine Aufzeichnungen nutzen? Er ist ein Gauner, aber kein Dummkopf. Er hat keine Dateien im Computer, in denen steht, ich habe 3 Millionen Credits gestohlen. Keens Aussage und Beweise sind alles, was ich brauche, um Anolais Schuld beweisen zu können. Warum fragen Sie Keen nicht einfach? Ich bin Anolais Sekretärin. Denken Sie, er würde mir glauben? Mir in einer dunklen Gasse seine Beweise übergeben? Ich dachte, Korruption wäre auf Noveria üblich. Die Regel lautet, mach keinen Ärger. Egoismus wird toleriert, solange er nicht geschäftsschädigend ist. Anolais vertreibt die Kunden. Ich brauche Keens Garagenpass, um meine Mission beenden zu können. Wenn Sie mir helfen, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Quid pro quo. Auf lange Sicht ist es besser, die Quelle des Problems zu beseitigen. Hören Sie, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Spectres treiben Schindluder mit dem Gesetz. Das ist schlecht fürs Geschäft. Was ist auf Gipfel 15 passiert? Bevor das Wetter schlechter wurde, schickten sie ein Code Omega-Signal nach Han Shan. Code Omega steht für einen Bruch der Sicherheitsprotokolle. Bis die Crew ihr Okay gibt, bleibt der Zutritt verboten. Das sagt mir nicht viel.
Das sind meine Informationen. Niemand weiß, was dort oben vor sich geht. Wie komme ich zu Gipfel 15? Die Shuttles fliegen nicht. Sie müssen fahren. Wenn Sie Keen zum Aussagen überreden, bekommen Sie Zugang zur Garage. Wissen Sie, warum die Matriarchin hier ist? Es hat was mit Gipfel 15 zu tun. Sie traf ein, nachdem wir Code Omega erhielten. Die automatische Warnung bei einem Eindämmungsbruch. Sie kam mit einer Eskorte aus Asari-Soldaten. Sie nahmen das letzte Shuttle zum Gipfel 15 und hatten einige Kisten bei sich. Wissen Sie, was in den Kisten war? Keine Ahnung. Die Soldaten ließen niemanden in ihre Nähe. Aber sie schienen schwer zu sein. Okay, ich rede mit Keen und versuche, ihn zu überzeugen. Vielen Dank. Sie wissen, wo Sie mich finden. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er mitspielen will. Schön, Sie zu sehen, Spectre. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Ich habe den Job erledigt. Aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anolees aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Jeder auf dieser Station hat unter Anolees Erpressung zu leiden. Sie könnten ein Held sein. Ohne das Wohlwollen der Direktoren können meine Arbeitgeber hier nicht operieren. Die Direktoren ermitteln bereits gegen Anolees. Sie sind besorgt, so jemanden in ihren Reihen zu haben. Schon gut. Es ist klar, dass ich es Ihnen nicht ausreden kann. In Ordnung. Ich werde aussagen. Treffen Sie mit Ihrem Kontakt alle Vorbereitungen. Ich werde hier warten. Oh Mann, auf diesem Planeten gibt's wohl keinen, der wirklich ehrlich spielt, ey. Spectre, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir helfen. Wo Sie doch ein Spectre sind und so. Einige von Ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Hilft Ihnen das nicht? Sie scheinen sich nicht sehr zu freuen. Ich bin überglücklich. Aber im Moment habe ich nur das Gefühl, etwas Schweres erledigt zu haben. Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Eine Unverschämtheit! Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen! Ja, ja, gehen Sie. Sie, Shepard! Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften! Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis, Commander. Ich schulde Ihnen ein Bier. Was war das denn für ein Lächeln? Endlich. Thank you.
So. Jetzt kann mir keiner mehr entkommen. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Na, klasse. Pirscher. Dinger! Ausschwärmen und das Gebiet sichern! Niemand kommt rein! Was haben Sie hier gemacht, Commander? Ich? Ich bin hier das Opfer. Die Geht griffen uns an. Geht? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen die Matriarchin ankam. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen, kein Element Zero. Wenn diese Dinger in Benesia Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. Ich brauche Zahlen, Commander. Ein Dutzend? 100? Wenigstens ein Dutzend. Das sind Maschinen. Die brauchen nicht viel Platz. Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Geht erfahren, geraten sie in Panik. Okay. Wie ist denn Mako hier gekommen? Oh Gott, das wird wohl weiter. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, nur Steckerschilder. Was, ich treffe da nicht?
du Scheiße, was ist hier los? Aber gut geschafft. Und wieder. Wieder geschafft. Was ist das eigentlich? Das geht hier nochmal rum, ey. Oh. Upsa. Bisschen vorsichtiger geworden. Keine Unfälle.
Alles klar, jetzt kann ich so weit schießen, ey. Endlich da. Okay, rein da. Erledigt. Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz. Warum weisen die Gefechtstürme in die falsche Richtung? Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Meint ihr? Oh, Stufe 39 schon. Stufenaufstieg, ey. Okay. Meister darf da eigentlich gewinnen.
übel mitgenommen. Das war's wohl. Jetzt sind wir auf die Rachni getroffen. Na toll. Gravitationswaffenforschung. Oh nein, 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 nein. Puh, noch gerade so geschafft. Stromsystem, Shepard. Muss für den Großrechner der Station sein. Der Schaden ist nicht allzu groß. Könnte repariert werden. Speichern. Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Klasse, reparieren. Mm-hmm.
Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Bist du die virtuelle Intelligenz, die hier verantwortlich ist? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Commander Shepard. Ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadell. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level-2-Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level-3-Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level-3-Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung! Warnmeldung! Das Zugsystem ist außer Betrieb. Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Einfach die Heizung abschalten und alles abtöten, was gefährlich werden könnte. Saubere Entsorgung. Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe 1 Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe 2 Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe 3 Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Was für Gefahrenstoffe wurden freigelassen? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level-3-Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von BinHex. Kamen die Kreaturen, auf die wir hier gestoßen sind, aus den Laboren? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level-3-Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von BinHex. Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Wenn irgendetwas schiefläuft, wirst du getötet? Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert. Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Ich muss erfahren, wie ich die Station reparieren kann. Schwerer Fehler. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Das ist alles, was ich jetzt wissen. Natürlich, Commander. Ich melde Sie an. So. Warnmeldung.
Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Sie begeben sich jetzt zum Dach. Warnmeldung. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Aufs Dach. So geworden. So, das wäre jetzt erledigt, ja? Hier lebt auch mal wieder. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Überall gibt es Fahrstühle. Klasse, ich bin auch vergiftet. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Sie befinden sich jetzt im Hauptreaktor. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Mehr Waffen. Hui, eine Stufe aufgestiegen und Inventar. So gefällt mir das. Reaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich.
So. Gipfel 15. Sie betreten jetzt den Dekontaminations- und Transport-Hub. Warnmeldung. Freie Gefahrenstoffe in der Dekontaminationskammer. Zugang zu den Passagierzügen nicht empfohlen. Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Sie sind eingeschlossen. Die Kontrollgruppe im Labor ist außer Kontrolle. Sie sind wahnsinnig geworden. Wir können nicht weg. Sie kommen jetzt die Tunnel hoch. Es tut uns leid, es hat keiner geschafft, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren. Rettet euch! Er hat sich selbst getötet, weil er Teil dessen war, was hier geschehen ist? Er hatte wohl keine Hoffnung mehr zu überleben. Er glaubte, dass es leichter wäre, sich zu töten. Central Station. Richtung Riftstation. Wir erreichen jetzt die Binhex-Forschungseinrichtung Riftstation. So, und das nächste Mal kommt dann Noveria und was danach noch kommt. So. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen.